Oh, zwei neue Follower seit der letzten Session. Nice. Danke Mike Shadow 234 und Makai 107. Auch wenn die wahrscheinlich nicht da sind. Naja, ich hülle mich mal im Schweigen, bis einer, beziehungsweise wenn einer kommt. Ah, sieht aus, als ob ich heute Alleinunterhalter mache. Wie fast immer inzwischen. Ah ja, ich erinnere mich. Was wollte ich denn hier machen? Ah ja, ich wollte die Quest voll machen, ne? Den Balken meine ich. Vorsicht, niemand darf mich sehen. Hier ist doch gar keiner. Wo sind die denn alle?
Doch, hier ist alles in Ordnung. Hier ist niemand. Nein, nein. Das bildest du dir nur ein. Wehe, du drehst dich jetzt um. Hier ist schon Ausgang. Ich muss möglichst ruhig hier durch. Je ruhiger das ist, desto besser. Oh, da ist ja noch einer. Huch. Mal gut, dass der das nicht gesehen hat. Muss ich kurz warten, bis meine Energie nachgeladen hat. Einen Balken kriegt man ja immer geschenkt. Zum Eliminieren. Ich kann mich an dieses Schloss erinnern. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Bin dann aber verreckt oder irgendwas. Ja, doch. Verstärkung kann auch nicht gerufen werden. Das habe ich jetzt unterbunden. Okay, den muss ich so besiegen. Der ist zu stark. Ich muss ihn in diesem Kreis lassen. Junge, der steht einfach in der Luft. Fast wie Jesus, nur nicht im Wasser, sondern in der Luft. Sorry, falls man den Controller hat, aber ich muss nochmal Buttons messen machen. Das geht nochmal in der Arsch. Nein, der ist runtergefallen.
Den lassen wir mal leben, oder? Ach nee, den muss ich töten. Ich hab voll Bock, dass ich eigentlich nochmal New Game Plus mache bei diesem Game. Einfach so aus Spaß nochmal von vorne anfangen. Das könnte man eigentlich im Stream machen, ne? New Game Plus. Nur, dass ich diesmal nicht so intensiv spielen werde, aber so ein bisschen die Story. Da ist eine Kiste, da ist ein Ding, da ist noch eine. Alles weiter unten. Aber hier war ich doch schon mal. Wieder so ein Ding. Yeah.
Als ob die mich gesehen haben. Ich habe mich gerade geduckt. Mehr oder weniger. Er wollte mich gerade ducken, sagen wir so, aber trotzdem. Es geht um das Prinzip des Timing. Du hast mich gefunden, weil du mit dem Tinder Chat war. Ja, letztens, ne? Also gestern. Ich hatte gerade sowieso nichts zu tun, da dachte ich mir, ich schau da mal vorbei. Zumal Super Mario Sunshine sowieso beste ist. Jetzt fehlt mir nur noch... Was fehlt mir denn? Eine Riesenkiste? Und eine Fackel. Das Overwatch-Symbol neben meinem Namen ist der Access Pass. 2018 und 2019 war der Overwatch League, also E-Sport, auf Twitch. Kann man hier runter? Nee. 2018 und 2019 war das ja auf Twitch, der E-Sport, und da konntest du dir so einen Pass kaufen. Das ist quasi wie ein Dauerabo. Und da hast du exklusive Skins gekriegt und 2019 gab es dann noch zum Beispiel Interviews dazu. Ich hab's aber mehr wegen den Skins geholt. Und das Symbol, das war halt auch noch dazu. Jetzt ist ja Overwatch League nur noch auf YouTube. Da kriegst du aber nichts. Weder gratis Lootboxen. Also du hast ja Belohnung gekriegt fürs Zuschauen. Zum Beispiel so eine Ingame-Währung. Wenn ich sagen muss anders, es gab ja League-Tokens in Overwatch. Da konntest du dir mit den Tokens Skins kaufen. E-Sport-Skins. Wenn du 500 zusammen hattest, konntest du dir einen Skin holen. Und du konntest bei Zusehen durch Twitch so welche verdienen, aber das geht jetzt nicht mehr. Wo ist denn die Kiste, verdammt? Hier oben. Und jetzt gibt's ja die Contender. Jetzt gibt's ja die Overwatch Contender Skins. Die sind auch nice. Jemals anders sehen. Alles erscheint mir jetzt so klar, als würde ich mit neuen Augen sehen. Jetzt müsste ich eigentlich ein Achievement kriegen. Fürs Vervollständigen der Leiste. Aber es kommt scheinbar nicht. Ah, da ist es. Ist ja nur noch ein Achievement und dann halt der Story-Achievement. Also im Grunde bin ich durch mit dem DLC. Hier fehlt mir nur noch so eine Fackel. Hm. Ich habe Overwatch auf PC, PlayStation 4 und Switch. Aber auf PC kann ich nicht mehr spielen. Ich meine, ich streame zwar mit diesem PC noch, aber ich kann nichts mehr zocken. Weil irgendwie schaltet der sich dann von selbst aus. Das kotzt mich auch mit Dead by Daylight an. Deswegen warte ich ja, dass die endlich Cross-Progression freischalten. Dass ich meinen Spielstand von Steam wiederholen kann. Ja, hallo, hier war doch gerade ein roter Punkt. Jetzt mach doch mal. So. So.
In den Archiven. Ah, hier steht's Adamantbarren. Die brauche ich jetzt noch. Oder wobei anders gesagt, ich habe Overwatch immer noch installiert. Und wenn neue Skins rauskommen, da hole ich mir immer gleich die ganzen Lootboxen und schalte die mir auf PC frei, weil ich weiß nicht, wann oder ob die Cross-Progression machen. Und auf PC habe ich es vollständig. Wenn ich mir dann irgendwann mal wieder einen neuen Rechner hole, dann habe ich das ja trotzdem wieder alles. Von daher ist es eigentlich kein Verlustgeschäft. Ach, und da du einmal hier bist und man das nicht hätte sehen können, retrigger ich mal deinen Alert. So. Du hast ja, wo ich offline war, gefollowt. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Es sieht so friedlich aus von hier oben. So wird es immer. Aber zu oft trübt der Schein. Ich weiß, Ikaras. Ich bin auch müde. Ich habe so viele getroffen. Archonten, Könige und nun Isu. Sie sind alle gleich. Tu dies, bring mir das, tu den da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Würde ich herrschen, würden die Dinge ganz anders laufen. Was sagst du, Ikaros? Der neue Herrscher. Atlantiden! Heute Nacht reißen wir uns die Kleider vom Leib und leben uns bis zum Sonnenaufgang. Was zur Alkibir das wohl gerade so treibt? Oder mit wem? Wer ist Alkibiades? Du solltest dich nicht so an Leute anschleichen. Verzeih, ich wollte die Rede des Dikastes nicht unterbrechen. Ach, naja, es war eher ein Schauspiel. Nenn mich Alexios. Es war auf jeden Fall wundervoll, Dikastes Alexios. Alexios genügt. Und wie ist dein Name? Alkon. Du bist noch besonderer als in den vielen Gute-Nacht-Geschichten, die mir meine Eltern zum Einschlafen erzählt haben. Was ist los? Sie werden vermisst. Sie gingen zu ihrer Arbeit und kamen nicht mehr zurück. Die Isu wollen mir nicht helfen.
Aber dann habe ich mich erinnert, wie du den Mädchen in der Unterwelt geholfen hast, ihre Eltern in Elysion zu finden. Wie bitte? Ein Kind ohne seine... Oh, ich danke... Du sagtest, deine Eltern kann nicht mehr... Meine Martha heißt... Du bist sehr mutig. Mehrere Quests angenommen. Diese Welt sieht aus wie Minecraft, vor allem wenn ich mir so den Boden angucke. So viereckig und kantig wie in Minecraft. Ich wollte nicht tauchen, ich wollte eigentlich schneller schwimmen, aber danke. Castes, bist du hier, um die kürzlich aufgetretene Korallenpermutation? Also, wenn es darum... Ihr Sohn macht sich große Sorgen. Bitte, kein Tod durch Suffokation! Was soll das denn? Ich mag Menschen. Ich mochte Renen, armer Alkon. Aber wenn sie erfahren, dass ich rede, bringen sie mich um. Sag mir, wo sie ist, oder ich schlitz dich auf. Ich sagte doch, ich weiß von nichts. Du findest meinen Kontakt hier in der Nähe. Aber sei vorsichtig, man stellt dir eine Falle. Du hast denn die Kastell sehr wütend gemacht. Danke. Bitte sag es nicht, Poseidon! Du besitzt Mitgefühl, die Kastees. Du bist vielleicht der Einzige, der den Sturm, der sich zwischen Iso und Menschen zusammenbraut, besänftigen kann. Die Hafenmeisterin hatte recht. Sie warten auf mich. Nun, dann will ich sie mal nicht enttäuschen. Den muss ich auch killen. Yeah.
Trainer entführt. Ich werde ihn finden. So. Nehme ich denn überhaupt meinen? Komme ich hier überhaupt hoch? Okay. Muss ich doch das Boot nehmen. Wobei, hier geht's hoch, ne? Bei den Ranken. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ziemlich viele Wachen für den Mann. Ich frage mich, warum. Anders. Ich war mir absolut sicher. Alle Spuren verwischt. Da kommt noch einer. Vollgeist-Update. Was ist denn da los?
Na, noch einer? Wohl nicht. Musst du denn jetzt gucken? Der eine hat sich hier reingepackt. Ich hoffe, das ist kein Polemarch. Ach nee, gibt's hier nicht. Wunderbar. Weil, wenn der das gewesen wäre, dann hätte ich jetzt dumm aus der Wäsche geguckt. Das keine Ehre ist. Wie kannst du an den Wachen vorbei? Ich suche nach Damades. Warum sollte der große Dikastes nach einem vermissten Menschen suchen? Ich sagte nichts von vermisst. Wenn meine Menschen Adamant zur Testkammer bringen, kehren sie nicht immer zurück. Manchmal fallen sie wohl einfach in die Spalten. Die Ratten. Ein kleiner Junge sorgt sich um seinen Vater. Sag mir einfach, wo sich diese Testkammer befindet. Mitgefühl für Menschen ist unproduktiv. Und dein Hass auf Menschen ist selbstzerstörerisch. Ach, nun gut. Sie befindet sich im Garten der Kymopolia. Aber du verschwendest deine Zeit. Sie ist verschlossen. Dann muss ich nur den Schlüssel finden. Versuch. Menschen wie Ungeziefer zu behandeln, bringt dich eines Tages unter die Erde. Sei froh, dass dieser Tag nicht heute ist. Ich bin sicher, wo ich bleibe. Ich sollte zu ihm.
Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Was mache ich denn? Ach, hier wäre das gewesen. Nee, gut, alle Wege führen nach Rom. Aber wo ist denn die letzte Fackel eigentlich? Die muss ja dann auch hier irgendwo sein. Ist der eine da immer noch festgepackt oder ist der jetzt irgendwo runtergeglitscht? Na gut, der ist ja gleich hier, da brauche ich nicht schnell reisen. Dikastes Alexios, hast du... Noch nicht. Xarios? Wo... Hier ist bestimmt der nächste Stein, den ich brauche für die legendäre Waffe. Da brauche ich auch noch 3. Ella! Nee. Will ich einem Kampf in... Xarios, du wirst nie wieder einen Menschen entführen. Wie hat der mich denn jetzt gesehen?
Wie kann er mich denn so sehen? Das verstehe ich nicht. Ich war doch geduckt hinter irgendeiner Wand und sehen die mich doch auch nicht. Ich frag mich, warum denen davon schwindelig wird, wenn ich diesen Turm zerstöre. Als wenn der irgendwas Besonderes wäre. Hä, wie hat denn der jetzt Giftschaden bekommen? Der war doch, den habe ich doch nirgends angegriffen. Eigenartig. Ah, hier gibt's einen Kolomaten. Wunderbar. Ah, der hat sogar die Rüstung, die ich brauche. Glaube ich. Dieser Schlüssel sieht aus wie der, den mir Atlas gab. Vielleicht wird er mir Zugang zur Testkammer verschaffen. Oh, der Teppich brennt.
Rein theoretisch bin ich jetzt hier fertig, aber ich nehme trotzdem noch alles mit, was ich kriegen kann. Oh, der Polemarch lebt noch. Das war gar nicht der Polemarch, den ich getötet habe. Dann müssen wir das schnell nachholen. Der steht hier da vorne. Ah, die Truhen, die zählen nicht. Jetzt kann ich, glaube ich, abhauen. Scheiß auf die Truhen. Ich habe ja sowieso schon vielerlei Ausrüstung. Den Weg. Sind das nicht die Gärten, wo ich diese Laser machen musste? Diese Laser ausrichten auf diesen riesigen Ding? Das hier ist der perfekte Ort, um vermisste Menschen zu verstecken. Verschlossen. Wie je komplizierter der Schlüssel. Finde Alcons Eltern.
Warum brennt denn das? Spot ist ein bisschen faul geworden, sonst hat er immer gepostet, wie viele Zuschauer durchschnittlich da sind nach 20 Minuten. Jetzt bin ich schon eine Stunde und drei Minuten live und nichts. Und wieso hat er mich jetzt getroffen mit seinem Laser? Ich war gar nicht mehr im Kreis, aber danke. Danke, Merkel. Was merke ich mir? Irgendwie sind die alle verbuggt, die sind alle stehen geblieben. Jetzt kommt's, Arkons Eltern sind Endbosse oder sowas. Alkon, nicht Arkon. Arkon ist, glaube ich, ein Sänger, ne? Oh, was haben wir, worauf sind wir denn jetzt hier gestoßen? Kleiner Junge seine Eltern vermisst und alle Hinweise auf dich deuten. Wie überaus menschlich von dir. Oh. Thank you.
Jo, was ist denn hier los? Selbstheilung frei. Kein schöner Anblick. So kriege ich wieder gratis Heilung. Ah ne, einer existiert noch. Jetzt aber. Weißt du denn nicht, dass es grausam ist, zu lügen? Was? Grausam ist es, Menschen zu entführen? Ohne Opfer. Du brichst Poseidons Gesetz. Ich erweitere unser Wissen zum Wohle von... Menschen sind doch kein... Sie wurden... Lass diese Leute... Es ist zu spät für sie. Nun? Ich hole die Menschen hier. Aber willst du nicht... Ich habe genug von den Spielchen. Du lässt also zu, dass dich deine Kleingeist... Und wenn ich dich... Ich sehe, du kämpfst mit dir. Was, wenn die größte Errungenschaft von... Was willst du? Dieser Weg führt zur Unsterblichkeit. Für dich. Für uns. Bitte, rette uns oder wir sterben. Du wirst wiedergeboren. Willst du nicht wissen, warum du wirklich hier bist? Befreie diese Leute und diese Tür wird dir auf ewig verschlossen bleiben. Gehe hindurch, und sie wird sich hinter dir schließen, und diese Ratten gehören mir. Wie entscheidest du dich für ihr Leben oder dein Schicksal? Ich hoffe, es gibt kein Zeitlimit. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich was nehme. Ich bin halt neugierig und würde halt wissen wollen, was hinter dieser Tür ist. Moment. Hier habe ich ein YouTube-Video. Moment. Nicht wundern, ich gucke mir gerade das YouTube-Video an. Aufbrechen?
Warte, es geht gleich weiter. Ich muss mir da kurz das Video angucken. Ich will gucken, was das für Konsequenzen hat. Das ist es ja. Okay. Tödliche Geheimnisse. Assassin's Creed zu Ending. So, schauen wir mal. Hier habe ich was gefunden. Moment. Jeder nimmt dieses Ende. Aber egal, wenn Atlantis zwei Dinge im Überfluss hat, dann Adamant. Ah, jetzt so. Ich entscheide gleich. Moment. Bald wirst du tot sein.
Okay. Ich habe mir jetzt, wie ihr sicherlich gehört habt, beide Enden angeguckt. Wenn du durch die Tür gehst, ist es ein schlechtes Ende. Scheiß auf deine Tür! Ich versprach einem kleinen Jungen, seine Eltern nach Hause zu bringen. Genau das werde ich tun. Sehr enttäuschend. Aber egal. Wenn Atlantis zwei Dinge im Überfluss hat, dann Adamant und Menschen. Kommt, verschwinden wir von hier. Danke, die Kastis. Ich werde Alcon wiedersehen. Siehst du, und genau für sowas ist es gut, wenn man sich vorher informiert. Hätte man dieses andere Ende genommen, würde man in einem Raum voller Klone von sich selbst rumlaufen. Das Ende wäre allerdings schlecht, wie ihr sicherlich gehört habt, als ich das Video gerade angeguckt habe. Also letztendlich ist das ein schlechtes Ende. Aber mich hat halt neugierig gemacht, was hinter der Tür ist. Das hättest du ja nicht gesehen, wenn ich das jetzt angeklickt hätte. Deswegen war es eigentlich gut, dass ich mir das jetzt mal so angeguckt habe und habe es auch nicht bereut. Als normaler Mensch mit menschlichem Verstand nimmt man natürlich mal dieses Ende, aber die Neugier zerfrisst einen auch wieder. In Real Life so eine Entscheidung wäre halt auch schwierig, ne? Und jetzt lädt es erstmal wieder 10 Jahre. Wie können wir dir jemals danken? Sag deinem Sohn, falls ihn jemals ein Isoratte nennen sollte, wird sich die Kastis Alexios um ihn kümmern. Poseidon hat mich angelogen. Sie haben die ganze Zeit mit Menschen experimentiert. So. Dann wäre das auch abgehakt. Neue Quest. Ich glaube, das ist die finale Quest, mit der warte ich noch mal ein bisschen. Ich finde es gut, dass ich zwei Handys habe. So konnte ich jetzt mit einem halt nachgucken. Und das andere ist halt der Hotspot, damit überhaupt Internetfunktion gerade da ist. Wenn noch Zeit ist in diesem Stream, werde ich noch New Game Plus anfangen. Also ich denke mal nicht, dass ich den DLC jetzt durchknüppel. Aber ich bin ja dann eigentlich durch. Selbst wenn ich das jetzt nicht mehr durchspielen werde, werde ich mal in New Game Plus reinschauen. Die hätten ruhig mal ein Achievement dafür geben sollen. Ich glaube, in Far Cry gab es das. Ein Achievement, dass man New Game Plus spielen, New Game spielen soll. Ah ne, das war im alten Dings. Das alten Assassin's Creed, glaube ich. In Origins. Aber ich habe es nicht gemacht, glaube ich. Oder irgendwo war das. Oder war es doch Far Cry? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, Far Cry New Dawn war das. Das neueste Far Cry. Ich denke mal, wir spielen heute ein bisschen länger, oder? Dann kriege ich den DLC noch durch heute. Ach, mal gucken. Muss ich spontan entscheiden, ob wir das heute noch durchspielen oder nicht. Aber wenn ich jetzt so sehe, das ist die letzte Quest, glaube ich. Ich denke mal, da kommt nicht mehr viel. Weil ich habe ja jetzt schon relativ viel DLC-Quests gemacht.
Die letzte Quest heißt ja Das Schicksal von Atlantis, so wie der DLC heißt. Ich denke mal, das wird die letzte große Quest sein. Die geht vielleicht auch so 10 Minuten. Aber dann ist auch durch, würde ich sagen. Schwer einzuschätzen. Hier oben ist eine Doma. Hier gibt es aber auch kein, wie heißt's? Übertreib doch mal nicht mit eurem Damage. Junge. Diese, wo sind denn diese ISO-Dinger? Fackel, also diese eine Fackel. Ah, hier. Die muss ich auch noch zerstören.
gibt's auch keine Dinge. Keine. Wie heißen die denn? Barren. Ne, diese Barren. Womit man Waffen schmiedet. Adamant oder sowas. Ja, Adamant. Aber hier gibt es einen Polemarchen. Wenn ich den wenigstens hole. Triff das nicht mal. Was für eine Enttäuschung. Oh, und dann trifft das nicht mal, ich fass es nicht. Der mich genau dann in dem Moment trifft mit seiner komischen Attacke und schon wieder. Theoretisch kann ich hier weggehen. Hier gibt's ja eh nichts.
Hier ist auch nichts. Weil wenn es hier Adamantbarren geben würde, würde das auch dastehen. Steht aber nicht da, von daher gehe ich mal weiter. Ah, ich hätte jetzt zu dem einen Fragezeichen laufen können, das habe ich zu spät gesehen. Hier war eins in der Nähe. Ich glaube nicht, dass der hier Adamantbarren hat, aber zumindest ein Polemarchen, denke ich mal. Nee. Aber hier gibt es ein Polemarchen, immerhin. Ja, lauf doch! Boah, ich hätte den so leicht finishen können. Also ihr scheiß Controller. Junge, übertreib doch mal nicht mit dem ganzen Damage hier. Junge, wenn diese blöde, hässliche Statue sich nicht immer einmischen würde. Ja, genau, der trifft noch. Der trifft noch, der trifft noch! Jeder Schuss trifft, Mensch! Wir haben es doch kapiert. Ich muss hier raus. Das ist mir zu viel. Ey, du kannst nichts machen, Mann!
Jetzt kann ich was machen, Mann. Sehr wichtig. Alter! What the fuck? Einfach nur. Ein Schuss und das schon wieder down, ey. Das ist doch. Ist doch wohl echt nicht wahr. Alter Falter, ist der overpowered. Kannst ja nichts machen, ey. Holy fool, holy poly. Die Rüstung optional ist, würde ich sagen, die lasse ich weg, weil das ist ja Next Level Shit. Das ist ja echt Wahnsinn, ey. Wo soll ich denn noch Dings herkriegen? Oikos von Atlantis. Hier sind zwei unentdeckte Orte. Hier ist noch was. So, ich guck mal nebenbei auf Twitter, ob es da endlich Neuigkeiten für Fortnite gibt. Nee. Immer noch nichts.
Die Dungeons sehen aber auch immer gleich aus, mal ganz ehrlich. Hier gibt es wieder einen Adamantbarren. Wunderbar. Wie der halt einen auch hinter einem Scholz-Schild sieht, ey. Das ist doch... Das ist, denke ich, mal ein gutes Zeichen. Zwecks Vorteil abfällt. Wir haben auch gerade 1 Uhr gleich. Sag nicht, dass da oben die Statue jetzt mal weg. Die kann mal da schön bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nein, jetzt hat er die ja weg. Vorteil ist, was Updates ankündigen, ist auch manchmal so unpräzise. Die kommen manchmal so 23 oder 54 oder sowas. Ich glaub's auch schon mal. Vielleicht haben wir jetzt eben das Update angekündigt. Muss ich schauen, der Stream ist ja eh gleich vorbei.
Ich wollte eigentlich noch durchspielen heute, aber das kann man jetzt eigentlich vergessen. Ich brauche noch zwei Adamante. Fehlt doch nur noch der Barren. Da ist er. Das hier oben ist bestimmt auch ein Echt-Archiv. Ich teleportiere mich mal eben. Der Faulen ist halt halber. Nee, das Vibrieren war nicht Twitter. Also immer noch kein Update. Wo denn? Irgendwie müsste die Markierung sein, aber ich sehe sie nicht. Ah, da. Könnte gut möglich sein, dass es tatsächlich dieses Archiv ist. Gehen wir mal einfach mal hin. Ich meine, hier auf der Seite der Map ist immer noch kein Archiv. Also ich würde sagen, dass das hier das Archiv ist. Und wenn nicht, dann gehen wir halt weiter. Zwei Archive muss es ja noch geben. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eins. Ja, Hebearchiv. Ich würde sagen, das machen wir heute noch und dann ist... Ich verstecke mich lieber. Dann ist auch gut erstmal, ne? Der hat. Das war ja mal wieder oberlächerlich, oder? Jetzt mal Real Talk. Das hat man doch jetzt voll gesehen. Der hat seinen komischen Bodenangriff gemacht, bevor er den Stab überhaupt so weit geschwungen hat, dass er auf den Boden aufkommt. Nur damit ich hier wieder lächerlichen Damage kriege. Das ist ja mal wieder oberlächerlich, oder? Das hier auch. Wow, ganz ruhig. Ganz ruhig, Junge. Weg, 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 weg.
Ich habe übrigens, ach, das hört ja sowieso keiner, weil keiner da ist, lul. Oh, Alter, Alter. Ich habe einen Fehler im Streamplan gemacht. Na, was heißt Fehler? Ich habe was vergessen. Nämlich, gibt Samstag einen längeren Stream als gewöhnlich. Liegt an der Zeitumstellung. Wir kriegen ja eine Stunde geschenkt. Eine Stunde länger Schlaf, so gesehen. Ja, dann greif doch mal den da drüber. Ich habe die Leiste sowieso schon voll, aber ich scanne das trotzdem. So. Ein Adamantbarren fehlt noch. Den müssen wir dann im nächsten Stream holen. Ich kann es ja zumindest schon mal hin teleportieren. Weil das nächste Archiv kann eigentlich nur noch hier sein. Wir hatten hier oben eins, hier links eins, hier unten eins. Also kann das eine nur noch von diesen entdeckten Orten kommen. So, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, das heute noch zu machen, weil das Finale steht ja sowieso schon kurz bevor. Und dazu müsste ich ja hier hochgehen. Und das können wir ja eigentlich zusammen machen, indem ich hier das noch mache. Weil die das Ding. Also ich muss hier noch das Ding machen, hier dieses, sag schon. Dieses Archiv. Dann muss ich die Waffe herstellen und dann das. Vielleicht mache ich da morgen gleich einen Stream zu. Würde ich sagen, dann spielen wir das fertig. Sind ja jetzt schon gut gekommen. Dann können wir das morgen beenden, abhaken und dann bin ich gut gerüstet für den Release von Valhalla demnächst. Dann danke fürs Zugucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn keiner da war. Ich sag's trotzdem. Ja. Ich hau ab. Alter, what the fuck ist mit dem los? Komischer Kerl. Okay, bis dann. Ciao.